Freunde, apropos unangenehm. Wir gehen jetzt rein in einen Song. Burger Pommes Song. Von Lukas BS. Featuring iCrimex und Marvin Vlogged. Und kleiner Junge. Ich muss sagen, ich habe den Song schon einmal gehört. Dachte mir so, BTF. Wie ihr seht, der Song hat Dislike-mäßig, macht er gerade 24 Tim Konkurrenz. Dementsprechend, ja. Lass uns doch mal dieses Meisterwerk von Songen. Dazu, nee, ganz kurz. Ich habe eine Vorgeschichte mit Lukas BS, weil eine Sache passiert ist vorher. Und zwar, Need to Know hatte mal das hier auf Twitter gepostet. Einfach die Trampoline gelb gemacht, Maxi, Lars und mich ersetzt, sogar für Lars Fuß auf seinem Thumbnail drauf. Also, Need to Know, also der da drüben im Office sitzt, hat das hier als Thumbnail benutzt. In einem Video, wo ich sogar mit drin war. Und das hat Lukas BS draus gemacht. Er hat einfach 1:1 das Thumbnail geklaut und sogar der Fuß von Lars ist noch mit drin, ist derselbe. Köpfe ersetzt, Trampoline gelb gemacht, gleich. Und dementsprechend bin ich natürlich übertrieben voreingenommen. Und deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt von Lukas BS halten soll. Der Song ist zwar an Kinder gerichtet, also klar, die machen halt Kinder-Content so, ne, aber lass uns doch mal reingehen in dieses lyrische Meisterwerk. Burger-Pommes-Song. Was ich mich direkt gefragt habe am Anfang, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ob das dieselbe Person ist. Aber es sind zwei verschiedene, glaube ich. Ich glaube, das ist Lukas BS und das ist Marvin Vlogged. Was mich da schon nervt, die sind so gar nicht im Takt. Also, er ist mit seiner Hand oben, unten und er geht wieder hoch. Das ist schon mal das Erste, was mich des Todes triggert. Wie kann man denn nicht einfach so wissen, was Taktgefühl ist? Egal. Auf die Eins, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die Eins. Ich steh auf und fahr direkt in den McDrive. Wenn die mein Lambo sehen, wissen sie Bescheid. Oh yeah. McDonald's Tüte auf dem Tisch in jeder Klasse. Alle wissen, dass Lehrer diesen Trick hassen. Unterricht langweilig, keiner hier hat Bock. Nee. Direkt danach McDonald's, weil Burger Pommes rock. Alle finden es mega, egal ob Boys oder Girls. Und jetzt rocken alle. Wirklich, es fuckt mich so ab, dass niemand im Takt ist. Es nervt mich so übertrieben. Burger Pommes Merch. Grüße gehen raus an den Eierkopf Clash. Dein District war so schlecht, du bist der größte Knecht. Okay, dein District war so trash, du bist der größte du bist der größte Knecht. Dein Eierkopf wird wie Boxerkids ersmashed. Sogar deine Fans wollen das Burger Pommes Rezept. Burger Pommes auf die. Wie kann keiner im Takt sein? Bruder, wirklich. Bab. Bab, Burger, Pommes auf die Eins. Es ist nicht so schwer. Es nervt mich so sehr. Wirklich, das sind so Kleinigkeiten, die so nerven. Also natürlich, ganz kurz. Seit diesem Song kann ich diese Burger-King-Kritik, die ich damals bekommen habe, nochmal so anders fühlen. Das sollte bei uns zwar eine Parodie sein, aber ich verstehe sie seitdem viel mehr, die ich damals bekommen habe. Hundertprozentig. Aber das nochmal so mit Kleinkindern zu machen. Ist nochmal so eine andere Stufe, finde ich. Ist wirklich nochmal so eine andere Stufe. Und er bekommt dann nicht mehr Geld dafür. Bruder, warte mal. Digga, auch einfach so Leute ins Video zu hören, die so 4 sind, keine Ahnung. Können 4-Jährige laufen? Bestimmt. Die so, der ist doch nicht älter als 4. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, Digga. Zu jeder Zeit. Burger Pommes auf die Eis. Burger Pommes Talk GTA 6. Danach Candy Shop, beste No Cap. Ja, wir leben gerade in einer geilen Zeit. Denn endlich gibt es hier Takis und Prime. Lukas kommt mit dem Lambo vorbei. Und wir holen uns Burger Pommes, das ist der Style. Jeder. Was ich mir immer denke, guck mal, wenn selbst solche Leute es schaffen, sich ein Lambo zu leisten, dann werde ich das ja wohl auch irgendwann Todes schaffen, oder nicht? Also das Ding ist, weil ich hätte schon Bock, irgendwann ein geiles Auto zu fahren. Wahrscheinlich E-Auto, aber so ein Audi e-tron wäre schon wild, aber ich denke immer so, wenn solche Leute es packen, dann ist es wohl machbar, oder nicht? Da beißt einfach so gerne rein. Wie kann es so saftig und knusprig sein? TNT in den McDonald's, Minecraft-Style. Wir sprengen jede Base, ob groß oder klein. Ich bin's iCrimex, schenk dir Limo ein. Denn Paul Berger, Burger, Pommes, beste Kombi, geil. War iCrimex nicht früher so ein Dude, der so echt cool war eigentlich? War der nicht mal so ein stabiler Brattern, der so, also ich habe seinen Content nie geguckt, aber der so cool war zumindest, also der so Player-mäßig war. War das nicht mal so jemand? Nee, der war immer kacke. Nee, ich kenne das nicht, ich habe den so in Erinnerung. Aber ich habe den nicht so als so jemand in Erinnerung, der so bei sowas mitmacht. Also schon stabil, ein bisschen cooler, so dachte ich. Burger, Pommes auf die Eins, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit.
Bruder, dieses Bild beschreibt so sehr, was ich von dir als YouTube verabscheue. Ich kann diese Burger, ich fühle sie immer mehr. Ich fühle sie immer mehr, die ich bekommen habe. Das ist wirklich, Alter, das ist ja wirklich der Bodensatz. Deswegen kein Hate an alle, die mich deswegen kacke finden. Pommes auf die Eins, Burger, Pommes auf die Eins, pack die Pommes in den Burger rein. McDonald's geht zu jeder Zeit, Burger, Pommes auf die Burger rein. Guck mal, dass die Kinder am Anfang das Taktgefühl nicht haben, ne? Ba, ba, ba. Aber wirklich, er ist mit seinem Arm unten, er ist mit seinem Arm oben. Bruder, könnt ihr bitte wissen? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Das ist doch nicht so schwer. Ja, perfekt, Digga. Nochmal kurz. Neben Obdachlosen nochmal kurz Kinder ausnutzen. Wer hätte es gedacht bei diesem Video? Wer hätte es gedacht, dass das jetzt noch passiert? Ach nee, Alter. Jeder weiß, wie ich heiß. Die Zahnlücke ist heiß und ich fetze nur Prime. Bitte trinkt nicht nur Prime, Jungs und Mädels. Das ist nicht gesund. Bitte trinkt vor allem Wasser. Mal ein Prime zwischendurch. Gar kein Problem. Auch mal ein Energy zwischendurch, wenn ihr alt genug seid. Gar kein Problem. Warte mal. Darf der überhaupt schon Prime trinken? Also Energy Drinks sind ja ab 14 oder 16. Ja, perfekt, Digga. Und ich beiß in blaue Takis rein. Burger, Pommes auf die Prime ist ohne Koffein, okay. Die ja wenigstens das, aber. Ach, Mann, Alter. Stell mal vor, du bist so Mitte 20 und denkst so, ja, einen 8-Jährigen in meinen Song zu holen, das ist jetzt. Obwohl, nee, warte mal. Kindern den Song zu holen kann cool sein, aber nicht so! Nicht mit Lines wie, ich trinke den ganzen Tag nur Prime und beiß in meine Takis rein! Mann, ey. 1, Pommes auf die Eins! Pack die Pommes in den Burger rein, McDonald's geht zu jeder Zeit. Burger, Pommes auf die Eins! Burger, Pommes auf die Eins! Pack die Pommes in den Burger rein, ganz kurz, McDonald's geht nicht zu jeder Zeit. In Ausnahmefällen ballert euch ein Burger, aber Mac ist gar kein Problem, machen wir alle so, ne? Null Problem. Konsum ist nicht das Problem, die Masse des Konsums ist das Problem. Ey, auch selbst wenn ihr einmal pro Woche einen Burger isst und sonst euch aber clean und gesund ernährt, vollkommen fein. Aber bitte nicht zu jeder Zeit. Moin, Mac ist und bei dir? Beste! Burger Pommes, du weißt. Ey, Beste, Alter. Hi! Ja, Mann! Lukas! Ja, 1 Million Aufrufe nach nicht mal 2 Tagen. Pff, ist das scheiße, Digga. Ich habe überlegt, ob ich daraus eine Parodie machen soll, Freunde, aber Parodie im Sinne von vielleicht mal ein paar härtere Lines zurückfeuern. Ach, Digga, dieser Song, wirklich, 24 Tim ist ein Meisterwerk dagegen, ne? 24 Tim ist ein Meisterwerk gegen sowas. Ja, ich habe überlegt, ob ich ein bisschen zurückfallen kann mit einer Parodie, aber bei 24 Tim war ich ja nett. Das waren ja lustige Lines vor allem. Und der Typ geht mir auf den Piss, weil der nutzt Obdachlose aus, der nutzt Kinder aus, der... Ich verstehe diese Kritik, die ich bekommen habe zu vielen Themen, ne? Auch, dass man beim Thema Alkohol nicht so differenziert war, in einem Video, was ein offizielles Werbevideo war, also ich wurde nicht für den Inhalt bezahlt, sondern ich wurde nur dafür bezahlt, dass wenn ich Bier trinke, das halt Krombacher ist. Aber ne, da verstehe ich alles voll und ganz, dass man sagt, ey, da muss ein Disclaimer rein oder auch bei dem Burger King Spot, den ich gemacht habe, der ja auf Gag war, verstehe ich alles vollkommen, hundertprozentig. Aber ich finde das so um Länge schlimmer alles noch. Ich will mich jetzt nicht loben, ich verstehe es hundertprozentig. Ich habe es ja auch verändert und sehe die Kritikpunkte hundertprozentig ein. Aber das finde ich so viel beschissener. Werd obdachlos ausgenutzt, ja, der Kollege hier. Der Kollege ganz, ganz doll. Ja, ist das alles eine Kacke, Alter. Deswegen überlege ich, wie schon gesagt, Parodie darauf zu machen, aber dann mit Distracks. Also Parodie, die ein getarnter Distrack ist. Ach, wirklich, es nervt. Der Typ fuckt mich wirklich ab. Naja, falls ihr wollt, könnt ihr mir das gerne sagen im Chat.